Wir haben immer ein allgemeines Urteil und ein spezielles Urteil, wie Ibn Abd al-Barr rahimullah ta'ala sagte, und das ist ein Konsens, liebe Geschwister, dass es zwei Bedingungen für den Takfir gibt. Die erste Bedingung ist, dass er erstmal ein Kufr oder ein Schirk gemacht haben muss, über den alle Gelehrte was übereinkommen. Das heißt, mit Ijma' aller Gelehrten. Wenn wir dann über Tariq al-Salah sprechen, über den Unterlasser des Gebetes, würde das in die Kategorie reinfallen? Warum nicht? Weil darüber gibt es. Das heißt, es muss eine Sache sein, wo alle Gelehrten dieselbe Ansicht darüber vertreten. Die zweite Bedingung ist, dass die Hindernisse aus dem Weg geräumt werden. Man guckt, ist er ein Jahil, hat er Ta'wil gemacht, hat er eine Sache falsch interpretiert und hat deswegen eine falsche Aqida angenommen, oder ist er gezwungen worden, oder hat er eine Sache unabsichtlich gemacht, aus Gefühlen heraus, emotional war er gewesen. All diese Punkte sind maßgeblich, um jemanden vom Islam auszuschließen oder nicht. Es gibt viele Leute, die erfüllen die erste Bedingung, aber was fehlt dann bei ihnen? Die zweite Bedingung. Er sagt, ist doch klar, der macht einen Kufr, der allen Gelehrten, wo alle Gelehrte eine Übereinstimmung haben, dass diese Person ein Kafir ist. Das ist richtig. Die erste Bedingung hast du erfüllt, aber freu dich nicht zu früh. Hol die Karte Kafir noch nicht zu schnell raus. Jetzt kommt die zweite Bedingung. Was haben wir gesagt? Es könnte sein, dass diese Person was ist? Ein Jahil. Subhanallah, Jahil? Ja, Jahil. Eine Person sagte zu seinen Kindern, wenn ihr meine Leiche verbrennt, dann verstreut sie über die Berge und über das Meer. Er wollte sicher sein, dass er nicht mehr zu Allah Azzawajal zurückkehrt. Er dachte sich, wenn er sozusagen Asche ist, wird Allah Azzawajal ihn nicht zurückbringen. Und er sagte, wenn Allah mich zurückbringen kann. Allahu Akbar. Wenn Allah mich zurückbringen kann. Was ist, wenn du als Muslim so eine Akida hast, wenn Allah mich zurückbringen kann? Das heißt, du zweifelst an was? An der Macht Allahs. Und damit bist du raus aus der Religion, mit Übereinstimmung aller Gelehrten. Er sagte, wenn Allah mich zurückbringen kann, dann wird er mich bestrafen, wie er nie zuvor jemanden was bestraft hat. Allah Azza wa Jalla hat ihn zurückgebracht. Innahu ala kulli shay'in qadir. Allah ist zu allem in der Lage. Schaut mal, diese Person war Asche. Asche. Ihr wisst, was Asche ist. Das ist etwas, was von den Zigaretten, möge Allah Azza wa Jalla unsere Geschwister recht leiten, die rauchen, was herabbröckelt von diesen Zigaretten? Asche. Allah hat diese Asche zusammengeführt, wie er ursprünglich ein Mensch gewesen ist. Und subhanallah, Allah hat ihn gefragt, warum hast du das getan, o mein Diener? Er sagte, aus Furcht vor dir. Wie? Eine Person hat Schirk und fürchtet Allah? Du hast vielleicht einen anderen Maßstab, aber unsere Religion hat auch einen anderen Maßstab. So hat Allah ihm vergeben und ihn in das Paradies hereingehen lassen. Kommt ein Käfer in das Paradies? Das gab es noch nie, wird es nicht geben. Und auch in dieser heutigen Zeit haben wir so etwas nicht gehört. Dass jemand, der mit Schirk stirbt, dass er in das Paradies geht, wenn Allah Azzawajal ihm das nicht verzeiht. Hier haben wir ein praktisches Beispiel. Diese Person ist hereingekommen. Es kann sein, dass er ein Jahil ist. Es kann sein, dass er Ta'wil gemacht hat. Unser Sheikh saß einmal in einem Kreis und hat mit Leuten geredet. Und er sagte zu ihnen, die Juden und Christen werden nicht das Paradies betreten. Dann sagte einer vom Kreis, er sagte, was sagst du da, ja Sheikh? Im Koran steht doch, Allah sagt, wahrlich die Juden und Christen und Sabäer und wer auch immer Gutes tut, so wird er, was? So wird er keine Angst haben müssen und Allah Azza wa Jal wird ihn auch nicht traurig machen. Warum sagst du uns, dass diese Leute nicht in das Paradies kommen? Im Koran steht was anderes. Dann hat der Sheikh ihm das erklärt. Und diese Person hat fest gedacht, dass sie in das Paradies hereinkommt. Was ist daraufhin passiert? Er sagte, A'udhu Billah, dass ich so eine Aqida hatte. Was hat er vorher geglaubt? Dass jemand anderes in das Paradies hereinkommt, außer ein Muslim. Und das war ein falscher Ta'wil. Er hat sich auf etwas gestützt, natürlich von Koran und Sunna, aber falsch. Es war falsch. Und wäre es richtig, hier diese Person vom Islam auszuschließen? Niemals. Warum? Obwohl er hat einen Kufr gemacht, der mit Übereinstimmung aller Gelehrten was? Auch großer Kufr war. Aber weil er Ta'wil hatte. Deswegen sagte Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimullah ta'ala, über diese Person, der gesagt hat, schüttet meine Asche über die Berge und über das Meer. Sheikh al-Islam sagt, wenn eine Person, der unwissend war, wenn ihm verziehen wurde und er das Paradies bekommen hat, dann ist eine Person, der Ta'wil gemacht hat, der versucht hat, das richtig zu interpretieren, noch mehr berechtigt, entschuldigt zu sein. Allahu Akbar.